Moin moin alle zusammen, willkommen bei einer neuen Folge Factorio mit mir, dem Deadhead und dem Uli. Der nicht wundern, genau. Ich streame live, während er YouTube-Videos macht und dann halt in Episodenform, genauso wie ich. Aber noch mit mehr Episoden und... Deswegen gibt es dann zwischendrin bei mir auch immer so einen kleinen Cut. Ja, und er führt dann auch öfter Selbstgespräche, was ich nie tue. Nein, niemals. Nein, also wer die letzten Folgen noch nicht gesehen hat oder jetzt erst eingeschaltet hat, wir haben ganz stumpf angefangen, hier hinten den Ressourcenpenis abzubauen. Den großen hier. haben einfach natürlich ein bisschen klein. Was jetzt passiert? Ja, ich sehe schon gerade, wo das Problem ist. Sekunde. Okay. So. Ja. So, und haben jetzt hier unsere schöne Eisenplatten- und Kupferplattenverarbeitung aufgebaut. Hier oben haben wir jetzt angefangen, die ersten Stahlträger zu produzieren. Ja, da werde ich jetzt gleich auch weitermachen. Und hier hinten haben wir halt die ersten Abzweigungen von unserem Hauptstrang. Einmal die Produktionslinie für erweiterte Schaltkreise, die dann halt für die normalen Greifarme? Jawohl, für die normalen Greifarme benötigt werden. Und dann einmal hier drüben die Fließbandproduktion. Und der Uli hat halt hier noch eben sich zwischengequetscht mit seiner Forschung. Und ja, dann werden wir jetzt mal weitermachen, weil wir müssen relativ zügig oder haben vor relativ zügig. Was zur Hölle? Warum liegen hier Steine auf dem Boden? Wo? Hier. Mitten im Spiel. Wo? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ah, da. Ich habe ja doch mal da eine... Okay. Ich hab's ja dann hier enden lassen. So, ja, genau. Ich wollte ja jetzt ein... Dingsbums zu bauen hier. Ziegelsteine. Brauchst du stinknormale Öfen und da packst du die Steine rein und dann werden die gebrannt zu Ziegelsteinen. Ziegelstein, zweimal Stein. Ich überlege gerade, ob wir mit der Ölverarbeitung, wenn wir die dann durchlaufen lassen, dass wir dann danach mal anfangen, was Vernünftiges dazu bauen. Damit mal hier die Produktion von Stahlplatten und sowas mal ein bisschen anheizen. Noch mehr? Du weißt schon, dass ich extra hier diese Pufferzonen dazwischen geknallt habe, ne? Mit den Kisten. Wenn du in die Kisten guckst, weißt du, wie viele Stahlplatten wir haben. Oben. Das hier ist Kupferplatten. Ja. Ich würde sagen, wir haben einen ganzen Satz, was das angeht. So, ich habe hier... bin jetzt mal ganz dreist gewesen. Ja, Öfen habe ich hier schon einen. Ich hätte das jetzt einfach erstmal ganz stumpf, ganz einfach gemacht, um die ersten zu bekommen. Werde ich den jetzt hier hinpflanzen? Ich brauche die... Achso, du hast... Nee, da nicht. Ich wollte einfach nur schon mal einen haben, damit ich ein paar Ziegelsteine machen kann, damit ich den verbesserten Ofen schon bauen kann. Damit wir jetzt nicht anfangen, hier die Standardöfen weiter zu benutzen. Lass mich mal ganz kurz... Gib mir meinen Ofen wieder! 2, 3, 4, 5. Die Schlacht um den Ofen. Gib ihn mir. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. Wie ging das nochmal? 6, 7, 8, 9, 10. So. Ich muss mal gucken hier. Wie ging das nochmal? Tastenbelegung? Wie willst du die Kohle dahin kriegen?
Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Du hättest eine halbe Waschmaschine gewinnen können. Leider ist der Zug jetzt abgefahren. So. Ja, ist das eine gute Frage. Ne? So, ja, einfach. Also ich hätte jetzt das Steinband 2 weiter nach unten gesetzt und die Öfen dahin gepackt. Warte, lass den letzten stehen, lass den letzten stehen! Du Arschloch! Für dich immer noch Herr oder Onkel Arschloch, ne? So, Sekunde. Oh. Macht, dass wir relativ zügig auf Fahrzeuge können. Wenn du gerade in der Forschung am gucken bist. Warte. Naja. Wie viele Stahlplatten haben, Eisenplatten haben wir denn jetzt hier oben schon eingebunkert? Es würde mich langsam eng bei mir. Ich möchte den Werkzeuggürtel haben. Ich möchte eine zweite Leiste haben. Oh Gott, oh Gott. Rohre brauchen wir erstmal nicht, die Dampfmaschine auch nicht. So. So, jetzt mal eben hier unten neu sortieren, mein Inventar. Wobei ich muss sagen, nach der Überarbeitung, der optischen, vom Hersteller, ja, finde ich, die Öfen sehen jetzt wesentlich besser aus als die Modelle vorher. Uli, warte doch mal. Hast du jetzt diese ganzen Öfen gebaut oder hast du die irgendwo gestibitzt? Die hatte ich noch. Ah, okay. So, ich brutzel mir jetzt hier mal eben schnell ein paar Ziegelsteine. Dim, 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 zack, zack. Oh. Ach ja. Ist das nicht schön? Weiß ich nicht. Ich finde, es hat was ziemlich Beruhigendes. Der ganzen, das Spiel? Ja, der Maschinerie beim Arbeiten zuzugucken, solange noch alles funktioniert. Die Betonung liegt bei so lange alles. Lange. Genau, darauf liegt die Betonung. So, guckst du dir an, wie schön schnell das jetzt geht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was fehlt mir denn? Ziegelsteine. Ich brauche noch einen Ziegelstein. Ja, da unten werden sie gebaut. Ah. So, einmal und zweimal. So, dann knall ich jetzt hier eben noch den hin. So, davon dürften wir dann jetzt auch erstmal genug haben. du machst jetzt gerade den Werkzeuggürtel, nicht wahr? Ja. Genau.
Oh, das mit der Landausschiffung ist auch neu. Also für mich neu. Die Landausschüttung ist alt. Echt? Dann habe ich die vorher nie Ja. gesehen. Oder ich habe es schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Kann natürlich auch sein. So, Kunststoff brauchen wir erstmal nicht. Als nächstes Flüssigkeitshandhabung, damit wir die Tanks bauen können. Oder haben wir irgendwas Wichtigeres? Entzündliche? Nein, Militär brauchen wir erstmal nicht. Die Sch bop, bop, bop. Nö, auch nicht. Habe ich was verpasst? Ja, wahrscheinlich. Motor. Was brauche ich denn für Eins, zwei, drei. Automobili für das Automobil? Miep, miep. Ich möchte mir meinen eigenen Volkswagen bauen. Da, was fehlt mir dazu noch? Logistik 2. Okay, das heißt, als nächstes erforschen wir Logistik 2. Von mir aus. So, mit O. Übrigens, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, aber wie gesagt, wer jetzt noch jetzt erst einschaltet beim Uli im Stream oder dieses Video als erstes guckt, warum auch immer. Factorio befindet sich noch in der Early Access Phase auf Steam. Seit gefühlt 150 Jahren. Ja, aber es ist spielenswert. Also ich kenne jetzt keine größeren, schlimmeren Bugs, die das Spiel unspielbar machen würden. Und kostet 20 Euro, glaube ich. Und ja, wie man sehen kann, ist es ein sehr, sehr fesselndes Spiel und es beansprucht viel Zeit. Also wir sind jetzt Oh noch, ja. wir Und haben Planung. und Also Planung, genau. schaut euch einfach mal das an, und das sind eigentlich bislang nur funktionierende Produktionslinien für Forschung, also eigentlich nur für die Forschung bislang. Und die Bislang ist das, Standardressourcen halt, ne? ja, für die Standardressourcen, ja gut, aber das ist eigentlich bislang, ist das hier alles nötig gewesen, um die grünen und die roten Flächen zu bauen. Ja, also, und Fließbandtauglich zu machen. genau, um ein Endprodukt zu haben, während ja, das sind hier die grünen und die roten Flaschen sind tatsächlich Endprodukte, während hier die Zahnräder so ein Zwischenprodukt ist, also was dann gebraucht wird, wieder für was anderes. Und ja, wenn wir uns mal einfach mal angucken, was es hier im Handwerk gibt, was man hier so bauen kann, also mit dem, was wir schon haben, dann ist das nicht. Oh, wir haben Hochöfen, wir können Hochöfen bauen. Ja, bin ich doch schon dabei. Schon die ganze Zeit. Deswegen habe ich doch gesagt, du solltest eben warten, bevor du deine Steinzeitöfen da irgendwo hin spachtelst. Ich finde es schade, dass es meines Wissens nach noch keine Möglichkeit gibt, Sachen wieder zu zerlegen. Also einmal gebaut und die Ressource ist futsch. Ja, das finde ich halt ziemlich schade. Produktion. So, was brauchen wir für einen Hochofen? Brauchen wir 8 Stahlträger, 10 Ziegelsteine. das heißt, ich brauche jetzt 40 Ziegelsteine. Wie viele Hochöfen brauchst denn du? Vier. Ja, hol hier oben die Stahlträger. Habe ich vor. Die Sache ist die. Wir müssen da mal gucken, für was wir die Stahlträger brauchen. Wir fahren ja dann rein theoretisch das Band wieder nach unten weg, ne? Richtung Produktionsanlagen. Theoretisch, ja. So. E. Eins. So, ich brauche jetzt noch mal zwei. So, und vor allen Dingen müssen wir dann, wenn wir Öl haben. Also momentan haben wir Kohle. Kohle ist als Brennwert okay. Es gibt allerdings, wenn wir dann hier später Öl haben, beziehungsweise dann ein Festtreibstoff, dann ist die Produktion gleich sehr viel ausgewogener, Schneller. Also beziehungsweise der schneller. hält halt. Das Öl kann man nachher in Festbrennstoff verwandeln und dieser hält länger als zum Er Beispiel Holz oder Öl. Jeder Brennstoff hat seine nicht nur das, sondern eigene. er hat auch einen höheren Brennwert. Das heißt, wir können schneller produzieren.
Ja, und im Endeffekt heißt das, also wir fangen an mit Holz am Anfang. Wenn wir noch nicht gerade ein vernünftiges Kohlefeld gefunden haben, mit der Spitzhacke können wir dann ja eigentlich gleich Kohle abbauen, aber wir können auch mit Holz anfangen. Und Holz hat halt den geringsten Haltbarkeitswert, was die Brennbarkeit angeht. Also das kann man hier jetzt gerade ganz schön sehen in den Hochöfen. Ja, hier dieser rote Streifen zeigt dir halt an, wie viel Kapazität in diesem Stück oder in dieser Kohle steckt. So, und bei Holz würde das jetzt hier wesentlich schneller gehen und bei den Festbrennstoffen, wenn man dann später darauf geht, geht das Ganze natürlich wesentlich schneller. Ich wechsle mal eben die Forschung auf Logistik 2. Ja, gut. Weil ich werde mir dann nämlich einen ganz schnellen Töff-Töff bauen und dann werde ich mal gucken, ob wir irgendwo ein schönes Ölfeld in der näheren Umgebung haben. Er will sich also einen Töff-Töff bauen. Ein Brumm-Brumm, wenn du so möchtest. Ein Quietsch-Quietsch. So, zack, zack. Ach, mir fehlen. Ja, das war jetzt völlig sinnbefreit, was ich hier baue. So, dann. Oh, wir haben Stahlkisten. Ja, die normalen Eisenkisten tun es auch. Die Stahlkisten bringen halt 100 Kapazität mehr als die Eisenkisten, kosten allerdings dann auch 8 Stahlträger. Du, warte kurz, wollen wir die mittelgroßen Strommasten und die großen Strommasten per Dings bauen, per Produktionslinie bauen? Nee. Okay. Hast du meine Greifarmkiste abgerissen? Nö. Oder? Ich habe hier etliche Greifarme, aber keine Ahnung, glaub nicht. Sieht aber so aus. Ich bin ein Monster. So, wo sind denn jetzt die Hochöfen? Hier sind die fünf Hochöfen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Hochofen, 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 Hochofen. Ja, ich finde es halt momentan ein bisschen langweilig, dadurch, dass du ja ein so friedliebender Spieler bist und die Aliens so absolut friedlich gemacht Ja. hast. Ja, ist aber wichtig. Ich habe keine Lust, dass da hier alle 5 Minuten sterben. Nur Tun wir weil da nicht. irgendwie. Also ich kann so oft sterben, wie ich will, aber da du das Spiel erstellt hast und wenn du stirbst, ist das Spiel vorbei. Eben. Oh, warum ist denn das da hinten? Achso, ja, gut. Gut, ich mache noch eine weitere Produktionslinie auf der anderen Seite da oben. Da baue ich Eisenstangen. Wir brauchen noch Eisenstangen. Eisenstangen, ja. Ja. Warte. Ich warte. Worauf soll ich warten? Anstatt dass du jetzt hier da das abzweigst, ist es sinnig, gleich hier hinter anzufangen, wo du ja im Nein, Prinzip. ich will sie in einer Doppellinie bauen. Achso. Sonst kommt da nämlich nur die Hälfte an. Ja, aber das könntest du mir auch einfach sagen, ne? Ja, darauf musst du halt achten. Du hast jetzt hier irgendwie den Stromski abgedreht. Ja, warte. Schon egal, schon gemacht. Also so.
Ups. So, sehr schön. Ja, mit den neuen Öfen geht das wesentlich schneller, ne? Die Stahlplatten, Eisenplatten-Geschichte. Oh, wir kommen mit dem Eisenerz nicht nach. Sehe ich gerade. Tatsache. Tatsache. Und dabei ist Eisenerz quasi schon in der... Hoho. Ja gut, kein Ding. Sekunde. Das quasi schon am Limit. Pass nur auf, dass du da nicht aus Versehen Kupfer zwischen hast, weil die unteren beiden. Ich achte hier drauf. Die unteren beiden sitzen im Kupferfeld, wo du gerade lang läufst. Nicht ganz. Die laufen, die sitzen, oder? Die sitzen im Kupferfeld. Okay, dann muss ich da was anderes reinsetzen. Bau dir doch eine Lampe. Wir haben sie doch. Nein, dann muss ich kleinere. Dann muss ich befeuerte bauen hier. Einmal. Zweimal. Ja, ich brauche Eisenplatten. Jetzt Eisenplatten. Wir müssen sowieso die Produktion, drück dich aus, ist okay. Dahin gehen noch ein bisschen verfeinern, ne? Also. Ja gut, im Endeffekt, wie gesagt, wird es darauf hinauslaufen, dass wir uns den größten Teil von dem Metall sowieso per Zug, jetzt hätte ich fast gesagt, einfliegen lassen müssen. Ja. So. Ich wollte gerade irgendwas machen und ich habe vergessen was. Das ist ganz furchtbar. Ja, das ist schlimm. Wenn man alt und senil wird, ne? Du musst es wissen. Holzkiste. Ofen rennen. Holzkiste zu. So, ich habe hier noch so 6 Zillionen Kohlestückchen. So, ich werde mich jetzt mal da dran machen und schauen, dass ich die Logistik 2 brauche. Scheiße. Das habe ich noch nie so ganz verstanden, warum die großen Strommasten Versorgungsbereich nur 4x4 haben und die mittleren 7x7. Sie decken zwar einen größeren, einen kleineren Bereich ab, dafür kannst du über längere Distanzen zwischen haben. Genau. Und die großen Strommasten sind nicht dafür da, um irgendetwas in der Nähe zu befeuern, sondern um Strom über große Entfernungen zu transportieren. Kabelreichweite 30. Ja. So, wir brauchen für die grünen, die normalen Greifarme, jetzt ist, muss ich gerade nachdenken, wann kriegen wir denn die blauen Fläschchen? Oder die lilanen? Wissenschaftspaket 3. Werden die automatisch dann hinzugefügt, wenn man die braucht, oder muss man das auch erst entforschen? Ich glaube, das musst du erforschen, nicht entforschen. Okay. Ich will ein Auto Brumm Brumm haben, verdammt. Ich auch. Kohle. Jetzt auch nochmal Kohle. Dann werde ich schon mal jetzt anfangen, mir Materialien zusammen zu klauen, um die großen Strommasten zu machen. 5 Stahlträger und Kupferplatten. Oh, hier ist Eisen. Oh, wow. Ich habe Eisen gefunden. Das ist schön.
Wegen der Produktion sollen wir dann, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, Erz abbauen würde und mit dem Zug einbringe, wohin damit? Ich würde halt gucken, dass wir uns eine Seite aussuchen, wo wir das dann anliefern. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, ob wir diese Landaufschüttung erforschen und das im Prinzip hier hinten auf dem See machen. Weißt du, dass wir das von hier unten, wo ich jetzt gerade stehe, hinter dem Kohlefeld hochschütten bis da und dann den Bahnhof im Prinzip hinter die Fabrik setzen, von wo sie ihren Strom bezieht. Ich werde dann nämlich jetzt gleich auch umgehend anfangen und die Dings in die Schienen über Montagemaschinen laufen lassen. So, ich brauche hierfür Eisenplatten, elektronische Schaltkreise und Zahnräder. Gut, dann. Anstatt dass wir einfach an die Kisten gehen, ne? Ja, ist einfacher. Ist einfach so schön, übers Fließband zu laufen und alles einzusneaken. Oh, ich sehe noch eins. Wir sollten. Oh, siehst du, ich bin schon wieder über meine Marke drüber hier. Wir machen jetzt mal hier einen ganz kleinen Cut. Und ich freue mich auf eure Comments unten, wenn euch was passt oder nicht passt. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Factorio mit mir, dem Deadhead und dem Uli. Wir sehen uns. Haut rein.